So, liebe Freunde, und wie gesagt, ich habe es eben angekündigt, ganz offiziell wollen wir dieses Straßenfest, der längste Dich von Köln, der schon Tradition hat, natürlich mit der Interessengemeinschaft und unserem Bürgermeister hier natürlich eröffnen. Und deswegen darf ich nun die Worte an die Herrschaften geben. Bitte schön. Tag zusammen. Schön, dass ihr alle da seid, hier beim längsten Dich. Beim 41. längsten Tisch hier auf der Fränkischstraße. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist schön, dass wir wieder feiern können, nachdem zwei Jahre der längste Tisch nicht stattfinden konnte. Ich habe ein paar Leute mitgebracht, die hinter mir stehen. Das sind alles Leute aus der Politik, die alle hier sind, um für uns und die Fränkischstraße jetzt Jodes zu tun. Oder auf Hochdeutsch, um dem Severinsviertel und der Severinstraße etwas Gutes zu tun. Nach mir werden noch der Bürgermeister Dr. Ralf Heinen und unser Bezirksbürgermeister Andreas Rupke dieses Fest, der 41. längste Tisch von Köln, eröffnen. Ich glaube, der Tisch ist gut gedeckt. Es gibt vieles zu entdecken, Gutes zu trinken und zu essen. Ich wünsche euch für heute und für morgen einen wahnsinnig schönen längsten Tisch. Und ihr müsst nur eins tun, ihr müsst für das gute Wetter sorgen. Ich hoffe, es gelingt euch. Bis dahin und jetzt geht der Bürgermeister. Ja, Leben Karl-Heinz, ich komme nach vorn und dann ist auch noch schon da. Also, Lev Frings Fehde, es sind ja schon 2 Jahre her. 2 Jahre kein Fest, keine Tätigkeiten. Und jetzt sind wir zum 41. Mal, Karl-Heinz, ne? 41. Mal, 1980 das erste Mal, hier der längste Tisch von Köln, im Hetz von Köln natürlich. Und ja, es war keine einfache Zeit. Für alle Bürgerinnen und Bürger waren es entbehrungsreiche Zeiten, Freizeit, Ausgehen, aber natürlich auch, ich gucke an den Grave, die Händlerinnen und Händler, die Schwierigkeiten hatten, auch hier selber auf der Severinstraße. Also, schwere Zeiten, was gerade Lieferdienste angeht, was Online-Shopping angeht. Trotzdem, ich glaube, es muss immer wieder gesagt werden, die Nähe und die Bürgerschaftlichkeit entsteht beim persönlichen Einkauf. Sowohl auf dem Markt, als auch in den Geschäften. Da weiß man vor allen Dingen, wo das Geld bleibt, wer es bekommt. In Familienunternehmen, in kleinen Händlern, bei Einzelpersonen. Also, heute sind wir aber da, wieder zu feiern. Nämlich hier im Hetz von Köln, längste Dicht von Köln, das ist ein Gefühl. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das Wetter uns die ganze Zeit gewogen bleibt. Danke, ich muss jetzt wieder auf Hochdeutsch switchen. Gewogen bleibt und darf auch mit den Grüßen der Oberbürgermeister Henrik Reker hier ein schönes Fest, 2 Tage wünschen bei hoffentlich Sonnenschein und reichlich gutem Essen und Trinken. Also, alles Gute. 1-1. Ja, lieber Karl-Heinz Walter, lieber Ralf Heinen, ich möchte aber auch ganz schnell, das sind meine Kolleginnen und Kollegen, die alle hier da sind, das ist der Tim Krämer von der SPD-Fraktion hier aus dem Viertel, das ist der Kümmerer, der Günther Graber, das ist die Julie Gasset von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das ist dann der Florian Weber von der CDU-Fraktion im Rat, der Ralf Hein kennt jeder, überörtlich weltbekannt in Stadt und Land, ne? Und dann die Ehefrau, wenn ich das richtig von dem Birgit Böbel und der Christian Josen, ihr beide von der Farbe, würde ich sagen, seid ihr von der SPD. Ne? Alles klar. Gut, ich bin der ehrenamtliche Bezirksbürgermeister der Innenstadt Deutz und damit auch hierfür zuständig. Ich kann nicht mehr viel hinzufügen. Ich will nur aber noch zwei Sätze sagen, ist, die Kölnerinnen und Kölner, das habe ich ja hier gelernt, ne, ja, die kleben am Leben, ne, kleben am Leben. Und sagt bitte allen, die sollen hier hinkommen, auch wenn es nicht die Sonne scheint. Denn im Moment kann man ja sehen, bei mir hat sich das
verändert. Wir sind ja so erzogen worden oder immer mitbekommen haben, wenn keine Sonne scheint, ist das schlechtes Wetter. Aber jetzt, wo es regnet, ist für mich gutes Wetter. Was brauchen wir mehr als Regen? Das ist zwar leider, leider doof für so ein Wochenende. Wir hoffen, dass, was auch die Vorredner gesagt haben, dass die Sonne trotzdem scheint. Aber wenn wir keinen Regen haben, haben wir keine Bäume mehr, haben wir kein Gras mehr. Und was wichtig ist, dann haben wir kein Kölsch mehr. Also brauchen wir auf jeden Fall in dem Sinne auch das. Und ja, freut euch und gebt's weiter, dass ihr alle hier hinkommen. Und das ist total schön. Und der Herr von der Garten ist noch gar nicht erwähnt worden. Dass die hier das Durchhaltevermögen, hier, der, wo der Karl-Heinz Walter Vorsitzende ist, dieses Durchhaltevermögen haben, fast 3 Jahre nichts gelaufen ist, dass wir das heute wieder machen können. So, und dann habe ich mir das von Klaus Olonska abgeguckt, der evangelische Katholik, der Präsident des SC Fortuna Köln. Lasst uns eine Kerze aufstellen hier, dass das Wetter hält und dass der Petrus uns wohlgesonnen ist. In dem Sinne, danke, dass ihr mir zugehört habt. Toi, 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 euch allen und wartet gut. Wunderbar. So, wo ist denn jetzt der Moderator und wo ist denn der Rockchor 60 Plus aus Beintal? Ach, ihr müsst euch ja machen. Wir haben noch was vergessen. Eins, zwei, drei. Das. Eins, zwei, drei. Das Fest ist eröffnet. So, jetzt sind wir auf der Suche nach dem Moderator und wir sind auf der Suche nach dem Rockchor 60 Plus. Also der Moderator kühlt schon. Oh. Vielen Dank. Oh. Ihr seid durch. Die ganz offizielle Eröffnung ist eröffnet. Ja, wunderbar. Ich darf mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken. Und wir geben der Interessengemeinschaft, unserem Bürgermeister, natürlich auch nochmal einen Riesenapplaus. Dankeschön. Jetzt dürft ihr feiern, Freunde. Straßenfest ist eröffnet. Ne? Sonne scheint. Was will man mehr? Und wir haben eine ganze Menge noch für euch vorbereitet. Dazu gleich mehr. Ein paar Minuten, da sind wir wieder da. Hallo und schönen guten Tag. Wir sind der Rockchor 60 Plus der Music Academy Köln Süd und wir bereichern euch jetzt mit einigen Songs, die zum Mitsingen animieren. Also tut dies gerne, wenn ihr das möchtet. Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß und dass das Wetter so bleibt. We don't teach no.
mal an dieser Stelle bei unserem Chor ganz, ganz herzlich bedanken für diese tollen Songs und haben uns gefreut, Sie mit in die Eröffnung mit dazu zu bekommen. Und euer Applaus, bitteschön. Dankeschön. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf den Gast, den wir jetzt hier auf dieser Bühne empfangen dürfen. Und es ist sehr schön. Schön, dass ihr da seid, ja. Es ist sehr schön, dass er vor allen Dingen die Zusage gegeben hat. Bei der Eröffnung bin ich natürlich mit dabei. Als Urkölner, als Urgestein, kann man schon sagen, in Köln, feierte er vor wenigen Tagen, Freunde, seinen 97. Geburtstag. Ja, und er ist wirklich da. Und seinen 97. Geburtstag feierte er und er steht seit vielen Jahrzehnten im Kölner Karneval auf den Bühnen dieser Stadt. Als Moderator, Schauspieler, Sänger, Entertainer, ich weiß gar nicht, was er alles ist und wie viele Auszeichnungen er schon bekommen hat. Träger der Willi Ostermann-Medaille und schon 1925, als er geboren wurde, Freunde, da hieß es, Köln hat einen neuen Sänger. Und diesen Sänger darf ich euch jetzt vorstellen. Und ich bitte um einen kräftigen Applaus, um den Mann, auf den wir stolz sind, dass er in dieser Stadt ist. Es ist unser und euer Ludwig Sivus. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, alleine in diese frohen, offenen Gesichter zu gucken, ist schon eine Freude. Ich freue mich alle, dass diejenigen noch dabei sind, die den heutigen 41. Jubiläumstag doch vor 40 Jahren miterlebt haben. Darf ich mal fragen, winkt mal, wer war vor 40 Jahren auch dabei? Ist das die Möglichkeit? Für euch habe ich nämlich ein Ständchen vor. Und die anderen, die großzügigerweise morgens einmal im Spiegel gucken und sehen, dass sie dankenderweise ein Fältchen dabei gekriegt haben, die können mitsingen. Bin ich auch nicht mehr ganz so knusprig. Ich mache mit zu lange Zeit, denn auch mit Falde bin ich nicht abzuhalten. Und jeder Neue da bringt mir noch Freude. Das Ganze mit Musik, bitteschön. Sind wir auch nicht mehr ganz so knusprig? Wir machen mit so lang es geht. Dennoch mit Falde sind wir nicht abzuhalten. Und jeder Neue da bringt uns noch Freude. Alles hätte einen Anfang, alles hätte einen Krieg. Die Schlorien noch vorne und manches Mal zurück. Mit Freund und ich genieße, was der Treffer mir erbringt. Doch auch der allerschönste Frau, Tante, wird am Eng. Wer seht, dafür bin ich zu alt. Der Bezelle sich versagt. Bin ich auch nicht mehr ganz so lustig. Wir machen mit so lang als je. Dennoch mit Falten sind wir nicht zu halten. Und jede neue Tag bringt uns noch an. Sind wir auch nicht mehr ganz so lustig. Wir machen mit so lang als je. Dennoch mit Falten sind wir nicht zu halten. Und jeder neue Tag bringt uns noch Freude. La 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 la. Wenn du nicht hältst, was du denn hältst, hilft dir um alle Fälle. Dass du das gehen hältst, was du hältst, ich dich zu bitter stelle. Du hilfst doch mit aller Welt, wenn auch du andere hilfst. Der Herr juckt dir auf dein Gesicht. Lachen musste selbst.
besät, dafür bin ich zu alt. Der Bezelle sich was hat. Jimmy O'Kick, ganz so knuss. Da war mit so lang als je. Dennoch mit Falde sind wir genug zu halten. Und jeden neuen Tag mit uns noch hat. Jimmy O'Kick, ganz so knuss. Da war mit so lang als je. Dennoch mich fallen, sie mir genug zu halten und jede neue Nacht bringt uns noch voll. Großartig! Sie haben ja eine tolle Stimme. Wo sind Sie ausgewählt worden? Im Pfingstfeder und dann nach der Mailänder Skala, ja, und dann wieder hier retour. Nein, ich möchte Ihre Stimme so ein bisschen vergleichen mit der von der, so einer Mischung zwischen Zara Leandro und Liza Minnelli. Ja. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt euch alle schon bekannt gemacht, gegenseitig. Wisst ihr aber, neben euch sitzt und neben euch steht. Ja, stellt euch alle mal vor. Ihr könnt ja ruhig die Visitenkarten austauschen. Und wer keine Visitenkarte hat, geht der Konto auch so auf. Ne? Ich habe vor, liebe Freunde, das zu tun, was man immer kann. Man soll untereinander wissen, dass jeder zu akzeptieren ist. Jeder Mensch, egal wo er wohnt, egal wie alt er ist, ob er klein oder groß ist, egal wo er herkommt, hat Anspruch darauf, dass man akzeptiert. Und das machen wir am besten, indem wir gemeinsam singen und schunkeln. Ich fange an mit dem Lied, weil ich damals 1955 geschrieben hat, als Köln noch zum Teil in der Trümmerer lag. Jeder Stein in Köln ist ein Stück von dir. Und dann danach wird in dem Potpourri die Tatsache, dass die Römer Köln gegründet haben. Wir halten es mit den Römern. Die waren gar nicht dumm. Sie blieben in Colonia und wussten auch, dann ist es. Und dann kommt hier aus dem Friedensfädel, der wieder zum Strahlen, der alle Kusteierbaum hinter mir, auf der Achterstrahl steht. Und dann die Freunde wieder traurig, dann heißen nämlich auch Verwandte dazu, Mensch. Jeder muss das doch verstehen. Ja, man freut sich, wenn sie kommen und ist glücklich. Bei so einer Großfamilie. Und dann zum lieben Schluss, heißen Lorenz von Dux nach Köln. Das Drama beginnt. Bitte schön. Jede Stein in Köln ist ein Stück von dir. Jede Stein in Köln zeugt von Ruhm und Ehr. Mach einer Lache und meint, das würde ich tun. Mit den Römern, die waren gar nicht dumm. Sie blieben in Colonia und wussten auch warum. Als auf ihrem Zug der Norden es den Römern schwer geworden, machten wir sie Quartier und der Führer der Kohorte sprach dachte auf die Worte, schau den Platz, schau den Strom, schöner noch als Rom. Wir halten's mit den Römern, die waren gar nicht dumm. Sie
er alle Kostellen beim Herren war. Ich sah im Fringsfädel, ihr gelüftet kommen, alle Kusteierbaum. Er steht auf einem Plätzchen, wo Kinder hück im Spiel vertriebende Zick. Und dat er im Löffel schon viel hat gesehen, dat sorgt man an Siegerin. Mensch, Hänzchen und Name hück nur noch taub, vor Vater Kusteierbaum. Alle Kusteierbaum, wann der könnt verzählen, der alle Kusteierbaum, der kennt noch all Köln. Und wenn dann im Frühjahr sind Kätzau blühen, zeig her das Leben, es wird noch schön. Und wenn dann im Frühjahr sind Kätzau blühen, zeig her et Leben, es wird noch schön. Oh, Verwandte, dat sie wünschen, jeder muss dat doch verstehen. Ja, freut sich, wenn sie kommen, und es wirklich Wenzeljahn. Hurra, haben sie alle Male wieder wehen, ey. Den Roster von den Unentang und der verdrüschten Hehn. Uns kann ein kleiner Tag namens Dabel, deshalb sind sie da. Die ganze Mannschaft fehlt sich gut, die Korpus fällt und noch. Und wann sie warten weg, vor Dorsch und Appetit. Oh, Verwandte, das sind München, jeder muss das doch verstehen. Ja, man freut sich, wenn sie kommen, und es glückliche, wenn sie jammern. Nein, wir packen uns in der Ärmel und von Dück rüber nach Kölle bis in die Herrliche. Lorenz von Dücks nach Kölle, vom Zauberbeste Blatt. Im Dunkeln, im Helle, wie schön ist Dorf und Stadt. Lorenz von Düss nach Hölle, vom Zauberbeste Platz. Im Dunkeln, im Helle, wie schön ist Dorf und Stadt. Im Dunkeln, im Helle, wie schön ist Dorf. Wo ist der Moderator? Hier ist er, Ludwig. Da kommt er. Unser Larry Rieger, ein Mann, meine Damen und Herren, der auch in Hollywood gehandelt wird. Oh ja, danke dir, lieber Ludwig. Ja. Jetzt will ich erstmal einen tobenden Applaus für Ludwig Sebus haben. Ja, der guckt sie nicht live, lieber Ludwig. Liegt dir zu Füßen, ganz Köln liegt dir zu Füßen. Und wir sind stolz, dass du bei uns bist und dass du noch immer mit 98, man darf es sagen, mit 98 Jahren auf dieser Bühne stehst, ja? Ich bin ja beeindruckt. Ja? 97. Du bist im 98. Nein, nein, nein. Du bist im 97. 58 mit der Chance, ja. Ja. So, Severin, Freunde, wollt ihr die Zugabe? Liebe Freunde, ich mache jetzt was anderes, als statt ich singe. Ich lade alle nochmal ein, an ihren letzten, an Urlaub zu denken. Da hätte Franz Röder so schön Gedicht gemacht, eines meiner Lieblingsgedichte. Im August, das ist gewiss, bald jeder einen Urlaub ist. Nur wer suff das ganze Jahr, blieb daheim, auch das ist klar. Und aus dem Grund der Schrat beschriffen, ist auch der Dünnes in Köln geblieben. Er schreibt mit seiner Frau am Bahnhof hin, um sich die U-Bahn anzusehen.
Da war es auch so, ist ja ganz gelungen, denn alle zwei hatten sie Deck der Kopf verbungen. So traf sie der Schell und hätt gesagt, mein Gott, was hat ihr zwei gemacht? Da seht der Dünnes, da kann ich dir sagen, wir haben uns gegenseitig der Urlaub aus dem Kopf geschlagen. Da meint der Schell, das ist ja allerhand, aber sagt die Frau, hätt ihr eine viel dickere Verband. Ja, seht ihr, man kann doch alles übertrieben, die wollte direkt viel zu nach länger fliegen. So, wir machen euch wie die Presse ein Foto, alle Arme hoch. So. Ah, vielen Dank. Danke, Ludwig Sebus. Dein Applaus. Gesund und lustig, jawohl. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Zugabe! 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 Ludwig, komm her. Zugabe! Zugabe! Ja. Nee, wir haben dir natürlich noch einen Strauß Blumen mitgebracht, als kleines Dankeschön für dich. Bitteschön. Und noch was zu trinken. Oh, das auch noch, ja. Ja. Habt ihr noch mehr Sachen? Nein, wir haben noch mehr Sachen. Die kriegst du hier. Vielen herzlichen Dank. Nochmal einen Riesenapplaus, Ludwig Sebus. Dankeschön. So, Dankeschön. Du bringst ihn runter. Wunderbar. Man muss sich das vorstellen, Freunde, mit 97 Jahren. Ne? Es ist begeisternd, es ist toll, dass solche Menschen noch unter uns sind. Da sind wir stolz drauf in dieser Stadt. Und die nicht nur den Kölner Karneval geprägt haben, sondern vielmehr das kölsche Brauchtum. Und er gehört dazu. Einen kräftigen Applaus nochmal für Ludwig Sebus. Und er hat einmal von sich selber gesagt, ich bin nicht nur wie eine Dampfeisenbahn, wie ein Froschlein, ich bin auch ein bisschen bekloppt an dieser Stelle. Bier und Apfelkorn gehören zu seinen Titeln, genau wie ob Kölsch, ob Pilz, ob Alt. In jedem Fall, er ist heute live bei uns. Und da sind wir stolz drauf, dass wir ihn gewinnen konnten. Ehemals, Sie erinnern sich, drei Colonias. Hier ist er, hier ist Frankie Colonia! Schönen guten Abend, das ist Sonne! Ich habe einen ich bin jetzt Präsident. Ich bin berühmt, auch wenn mich keiner kennt. Und Hochbring A, die ist jetzt Stadt bekannt. Die wird jetzt überall zur Präsidentin an. Was moin ich für den Ärmel höch, ich hätt den Sau gekannt. Mich Hanse alle höchstens wohl zum Schriftführer ernannt. Doch dann hätt sich drum da die Dreh, ich wär nur noch bekloppt. Das liegt verdammt und so nicht an dem Ding, oh, Minne, komm, ratatata. Ich hab einen ich bin jetzt Präsident. Ich bin berühmt, auch wenn mich keiner kennt. Und auch die Aal, die ist in Stadt bekannt. Herr, ja, die geht jetzt irgendwas vom Präsident. Und alle zusammen! La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Und auch die Aal, die ist in Stadt bekannt. Lieben Dank. Ja, liebe Leute, mein Name ist Frank Morava. Ich war 21 Jahre bei den drei Colonias und mein Ziehvater, Dieter Steuter, der hätte gesagt, Jung, nächste Wart, wir fangen immer mit dem Lied an. Pass auf jetzt. Wir fangen immer mit dem Lied an vom Schwiegermutterhühl. Sag ich, was machen wir? Ja, das Lied vom Schwiegermutterhühl. Kennt ihr das? Pass auf jetzt. Das ist der Drachenfels. Es war in Königsdorf. Wahnsinn, auf geht's!
Pfalz. Es war in Königswinter. Es war gleich mittendrin, als ich da und auf die Schrein gefallen bin. Auf dem Drachenfels, da hab ich mich verliebt, doch ich wusste damals nicht, dass es noch Drachen gibt. Heute hab ich sie zu Haus und verzweifelt, da ruf ich aus. Es war in Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Es war gleich mittendrin, als ich damals auf die Schrein gefallen bin. Es war gleich mittendrin, als ich damals auf die Schrein gefallen bin. Auf die Insel draus. Stopp, stopp, stopp. Die Flüchse, das machen wir jetzt mal ein bisschen moderner auf Portugiesisch. Spanien! Es war in Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Es war gleich mittendrin, als ich damals auf die Schrein gefallen bin. Auf dem Drachenfels hab ich mich verliebt, doch ich wusste nicht, dass es Drachen gibt. Heute hab ich sie zu Haus und verzweifelt, da ruf ich aus. Es war im Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Es war der Schwindel, als ich damals auf die Schreie gefallen bin. Hey! So, die Flüchse, hier sind die Fischerkörner dran. 1, 2, 3, 4. Es war nicht davor und Es war gleich mittendrin, als ich damals auf die Schrein gefallen bin. Hey! Oh, hey! Dankeschön. Ein bisschen zu tröpfeln, aber die Flutsche, wir lassen uns den Mond nicht nehmen in Köln, oder? Zicke, zacke, zicke, zacke! Wollare! Cantare! Mamma mia, sind ja viele Italiener, du! Ja, die Flüchse, ich habe so ein schönes Lied geschrieben vor 4 Jahren, das heißt, ist ja, wo man ist. Ein Gold schmeckt immer, ein Pilz schmeckt immer und ein Alt schmeckt auch immer. Ob Gold, ob Pilz, ob Alt, der Hauptsache ist, es knallt! Lecker Kölscher trinken wir aus in den Fässchen und nicht mit Buschele Pilz, da war Spätzchen. München, Gladbach, Düsseldorf, doch trinkt man alles. Die ganze Jahr, wo man mit der Dinge schallt. Ob Kölsch, ob Pilz, ob Hals, der Hauptsache ist es knallt. Wenn man das Dicke spielt, ja, da muss er Rutsche gehen. Ob Kölsch, ob Pilz, ob Alt, der Hauptsache ist es knallt. Ja, wenn man das Dicke steht, dann singe mal, nee, was ist das schön. Auf Inseln zum
da gibt es schöne Mädchen. Und am Niederrhein, da gibt es schöne Städtchen. Und im Sauerland, da hinten zu einem Stern. Wenn man da hinfährt, da hab ich alle gern. Ob Kölsch, ob Pils, ob Alt, der Hauptsache ist der Knall. Wenn an der Theke steht, ja, da muss er Rutsche gehen. Ob Kölsch, ob Pils, ob Alt, der Hauptsache ist der Knall. Ja, wenn an der Theke steht, da singt man weh, das ist das schön. München, Gladbach, Düsseldorf und Köln am Rhein. Wenn wir alle feuern, dann lasst uns Freunde sein. Ob Kölsch, ob Pils, ob Alt, der Hauptsache ist der Knall. Wenn man da Theke steht, ja, da muss er Rutsche gehen. Ob Kölsch, ob Pils, ob Alt, der Hauptsache ist der Knall. Ja, wenn man da Theke steht, da singen wir nee, was ist das schön? Auf geht's! Ob Kölsch, ob Pils, ob Alt, der Hauptsache ist es laut. Ja, wenn man da Theke steht, ja, da muss er Rutsche gehen. Ob Kölsch, ob Pils, ob Alt, der Hauptsache ja, wenn man da Theke steht, da singe man, nee, was ist das schön? Ja, wenn man da Theke steht, da singe man, nee, was ist das schön? Ja, hey! Dankeschön! Ich freue mich. Am 9.9. gab es einen Download zu meinem neuen Lied, meiner neuen Karnevalsnummer, wo ich finde, das spielt sich wieder, weil wir Kölner, wir sind bekloppt, wir Rheinländer sind alle bekloppt, weil wir feiern quasi alles. Ist ja ob Kinderkommunion, ob Weihnachten, wir feiern wirklich alles. Und darum sind wir Rheinländer Weltmeister! Hey, hey!
aber von jedem Gott, bitte jetzt gezickt. Wir feiern Karneval, bis Escher Mittwoch wird. Ostern und da kommt die Kinderkommunion. Ganze Ding im Mai, der Vater da kommt schon. Weltmeister, ja in Bayern sind wir Rheinländer. Weltmeister. Wir Rheinländer! Weltmeister! Weltmeister! Ja, im Feiern sind wir Rheinländer! Und nochmal! Ja, im Feiern sind wir Rheinländer! Weltmeister! Weltmeister! Ja, im Feiern sind wir Rheinländer! Weltmeister! Dankeschön! Ja, nee, Flückchen, wenn man feiert, wenn man viel trinkt, ja, dann gibt es nur eins, dann darf man quasi nicht mit dem Auto fahren, sondern wir fahren mit der alten Dampfeisenbahn. Auf geht's! Die alte Dampfeisenbahn. Dampfeisenbahn, die alte Dampfeisenbahn, ja, die hat's mir angetan. Als kleiner Junge hab ich mal bei Oma nachgeschaut, was der da so in seinem Album hat verstaut. Ich sah ein Bild mit nem Koloss aus Stahl. Es qualte wie verrückt, ja, da wusste ich auf einmal. Die alte Dampfeisenbahn, die alte Dampfeisenbahn, ja, die hat's mir angetan. Die alte Dampfeisenbahn. Jedem Zelt und in jeder Kneipe heute, da steht an der Theke, alles ist schon farbenrennt und bricht der Wirt uns mit dem Pfiff auf Kopf. Dann geht ihr zum Zimmerungsplatz, die Post ins Rad. Die alte Dampfeisenbahn, die alte eine Klassiker, der hieß Bier und ein Apfelkorn. Hey, Bier und ein Apfelkorn. Herrlich, auf geht's, Bier und ein Apfelkorn. Hey, hey, hey. One, two, three. Bier und ein Apfelkorn. Schalalala. Bier und ein Apfelkorn, schalalalala. Bier und ein Apfelkorn, schalalalala. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Kommst du in die Kneipe, hast du meistens Durst. Kommst du in die Kneipe, hast du meistens Durst. Kommst du in die Kneipe, ja, da geht es rund. Und am Ziel klingt es wie aus einem Mund. Und alle zusammen.
Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Jeden Mittwoch in der Woche trifft sich hier unser Verein. Hier wird mancher Quatsch verbrochen. Zwischendurch geht fleißig rein. Unsere Wirtin, die ist klasse, singt auch gerne einen Witz. Heute sind wir gut bei Kasse und alle Leute, die singen mit. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Ein Schluck und der Apfelkorn. Die Grenadier drin! Hey! Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Hey! Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Spielen um den Apfelkorn, schalalalala. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Hey! Bier und der Apfelkorn, schalalala. Bier und der Apfelkorn, schalalala. Bier und der Apfelkorn, schalalala. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Dankeschön! Liebe Leute, jetzt muss ich schon eine Mütze andrecken, weil quasi mein Ziehvater Dieter Steuter hat quasi das Lied der Lieder geschrieben für die Mitgliedungsgeburt. Und das heißt, Emil Prinzessin von Könne. Danke schön, Herr Abend, und warte ein bisschen mit. Im Schwimmsiebel, der andere ist auf Jörg verrückt. Doch jede echte Kölsche Stroh, der hat nur eins im Kopf. Einmal bin zu sehen, in Kölle an. In einem Dreigestirn, voll Sonne schien. Das Glück ist ich komplett, wenn man echte Freunde hätt. Es ist eine richtige Staatsburg, eine Jungfrau mit Humor. Einmal bin ich zu sehen, in Köln am Ring. Hinter dem Dreigestirn, voll Sonne schön. Davon hab ich schon als Leine festgedrückt. Einmal drin zu sehen, so teste jetzt Hosen. Was für das schönste Dreie stehen, ohne Ecke schluckt der Mann im Rhein. Drum hat mit uns heute eine Druck, dann steht ganz Köln. Einmal Prinzessin, in Kölle am Ring. In einem Dreigestirn, voll Sonne schien. Davon hab ich schon als Reine festgedrückt. Einmal Prinzessin, so sind
zum Testen jetzt. Ja, liebe Gäste, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich will hoffen, ihr haltet noch lange aus, weil es kommen noch viele tolle Gäste, tolle Bands. Bleibt gesund. Ich wünsche euch viel Gesundheit und wir hoffen, dass wir einen tollen Karneval erleben. Und wenn ihr möchtet, Rheinländer sind Weltmeister, könnt ihr gerne downloaden oder was Spotify oder mir ein Like hier machen. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund, euer Frankie Colonia. Voll Sonne schenkt. Doch von ab, ich schon als meine Fest gedrückt. Ey, wo blind zu sind, so teste jetzt Frau Sönn. Ey, wo blind zu sind, so teste jetzt Frau Sönn. Ja, Freunde, das ist der Frankie Colonia. Dein Applaus jetzt mal, lieber Frankie. Schön, dass du da bist. Ich bin richtig stolz. Wie gesagt, er ist ja schon ein Teil von Köln. Er gehört zu Köln. Ne? Und wenn wir solche Titel haben, wie einmal Prinzessin, denken wir nicht nur an unseren lieben Dieter Steuter, sondern wir denken daran, dass die Mütz richtig dafür ist, einmal Prinzessin. Ne? So, und jetzt... Ich lasse ihn noch nicht weg, keine Sorge, Freunde. Ich denke, ihr wollt alle die Zugabe von ihm, oder? Ja, natürlich. Die haben wir, die hast du hoffentlich auch. Ja, sicher dann. Ja, liebe Leute, ich war am Dienstag auf Mallorca mit Marita in Paradise. Haben wir eine tolle Stimmung gehabt in Mallorca. Haben schon 14 Jahren einen kleinen Hit absolviert oder selbst geschrieben. Er hieß, Halt's Maul, sei still, ich gehe heim, wann ich will. Auf geht's! 1, 2, 3! Halt's Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. Halt's Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. Wenn ich an der Theke steh und ich hab noch Durst, dann nervt mich meine Erika, doch das ist mir wurscht. Komm jetzt endlich, komm ein Schatz, ich möchte jetzt nach Haus. Doch das zeig ich in die Tür und sage, da geht's raus. Im Büro, ich war richtig schlapp. Erika, ich bin geschafft, brauche jetzt ein Bier. Doch sie haut das Schätzchen ein, ich bleibe noch was hier. Setz mir den Bänken an. Als Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. Als Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. Als Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. Da bestimm ich die Hand allein. Nur eine Schwiegermutter redet mir da rein. Denn bei uns zu Hause, da bestimme ich. Auch wenn ich ab und zu eins auf der Mütze krieg. Auf geht's! Halt's Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. Halt's Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. Halt's Maul, sei still, ich geh heim, wann ich will. La, da, 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 da.
bleibt gesund. Ciao. Danke, lieber Frankie, das wünschen wir dir natürlich auch. Bleib gesund, gute Laune, egal ob Tränen und nicht Tränen, Freunde. Wir machen weiter. Danke, das war Frankie Colonia. Dankeschön. So, wir bauen jetzt um, die Band baut auf. Es geht weiter. Dieser kurze Regen hört gleich auf, hoffen wir zumindest. In 2 Minuten hört er auf. So, ihr dürft aufbauen. Und wie gesagt, nachher, wenn es aufhört zu regnen, komme ich auch noch einmal zu euch. Und das heißt, der längste Tisch von Köln, der bis jetzt leider ein bisschen feucht ist. Aber Freunde, das ändern wir. Wir haben schon drauf telefoniert, es wird gleich abgestellt. Und es wird hoffentlich nur noch besser. Bleibt da stehen, wo er jetzt steht, im Trockenen und schaut uns unserem Programm zu, denn das Programm läuft weiter, Freunde. Wir brechen da nicht ab wegen des Regens, sondern es läuft weiter bis 22 Uhr. Und die Bands, die jetzt hier auf die Bühne kommen, das ist eine sehr große Freude für mich, dass sie auch beim längsten Tisch von Köln wieder mit dabei sind. Sie sind die Senkrechtstarter aus der Session 2019-20 mit ihrem Debüt und ihrem neuen Sommerhit, da bist du vom Leder, Freunde, haben sie sich nicht nur Lukas Podolski begeistert, sondern haben in kürzester Zeit den Start nach ganz oben geschafft. Und ich bin froh, dass sie heute hier sind. Hier sind live für euch, am längsten nicht in Köln. Hier ist Cinderella, ihre und unsere Band. Bitteschön. Santarella, bitteschön. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dem Regen standhaltet. Genau, wir sind Santarella und freuen uns sehr, dass wir bei euch sein dürfen. Vielleicht kriegen wir ja sogar die Sonne wieder zurück. Viel Spaß. So ein Mädchen wie dich hab ich noch nicht gesehen. Sie ist aus wie eine Prinzessin. Aber ohne Deckenbib, mit einem Piercing in der Nase und die Jeans sind so kaputt. Du bist mein Club, du bist mich fertig, aber ich will hier fort. Oh, ich wächst, du lässt mir knallen. Oh, mit dir zusammen bin ich alt. Keine Sorge. Du drehst und ruhst, die erzähl ich blöd, als hättest du eine Stelle, die man nur im Schwimmbad sieht. Statt High Class Sneaker, dann werd ich einfach hot. Du bist mein Club, du bist mich fertig, aber ich will hier fort. Oh, ich weiß, du lässt mir knallen. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Händchen von euch. Aber singen könnt ihr noch, oder? Das kriegt ihr hin. Oh, ich weiß, du hast ne Knall. Oh, mit dir zusammen will ich rein. Oh, du hast sie in mir ein. Aber weißt du endlich? Drück ich doch nicht auf dich. Oh, ich weiß, du hast ne Knall. Oh,
cool, ne? Ist ein bisschen kalt, ne? Ja, selbst bei uns hier oben. Aber so ein bisschen weniger beschweren. Also nicht ärgern. Ist alles cool. Warte, ich so, mit Level ist ja ein. Doch nicht hier nur Kümmern rein. Du musst ja, bist du eins und mit. Und so hast du ist dir zu wild. Wenn Arte kalt, so wärmer Bier. Konzerte sind mir viel zu dir. Ich warte, kein Zerrung, ich sage dir. Denn ich höre den ganzen Tag nur mi, mi, mi.